Heute müssen wir leise sein. Meine Tochter macht Mittagsschlaf. So, und Lichtwechsel, ja, Kind schläft wieder, ist auch abends, von daher ist das erstmal kein Wunder. Und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt fällt mir nämlich einmal ein, dass ich hier ja nur einen Eingang habe. Das heißt, ich müsste da theoretisch noch einen Fedderblatt-Splitter ranhauen, oder? Kann ich aber gar nicht, dumm. Weil ich kann ja von da nur weggehen. Ach, ich brauche einen Merger, ne? Tada! Ich bin ein Idiot! Weg damit! Und ich bin ein richtiger Idiot. So. So kommt das schon eher hin. Und jetzt gehen wir auch von hier nach da. Von hier nach... Na, da setzen wir mal erst die Wand rein. Ich traue der Spielmechanik manchmal nicht. Ist ja immer so eine Sache. Jetzt dreh ich rum. Ich glaube nicht. Nochmal das Ganze. Jetzt passt's. Und dann von da nach da. Und dann haben wir alles. Hey! Mehr Eisenplatten. Für unsere nette kleine Produktion hier. So. Das ist ja erstmal ein Anfang. Jetzt waren wir gerade wo noch bei? Genau, wir hatten hier etwas aufgerüstet. Das heißt, wir kriegen hier jetzt das Doppelte an Eisen raus. Und hier müsste sich das hier schon massiv stauen. Das heißt, theoretisch können wir auch schon hier aufsplitten und das Ganze einmal hier rüberlegen. Und dann sparen wir uns nämlich den Miner hier theoretisch schon komplett. Ne, der würde dann frei werden für irgendwas anderes. Und meine Güte, ist das laut gerade. Ist ja ekelhaft und ich würde sagen, wir machen das auch. Das heißt, wir hauen hier erstmal einen Förderland-Splitter ran. So. Gehen von da natürlich. Wie ich es manchmal hasse. Zap, zap. Gut, dass wir einen ordentlichen Puffer haben. Und wir brauchen eh einen stärkeren Förderlift, von daher ist das erstmal ja wurscht. Da rein. Und voll ausgelastet. Komm her. Ich weiß noch nicht, wie wir das machen, aber wir machen es irgendwie. Zack. Zack. Ich hoffe, das passt. Bin zu hoch. Nein, passt genau. Leck mich fett. Das ist ja der Shit. Du musst hier aber erstmal weg. Was ist das? Meiner Mark 2. Können wir auch gleich bauen. Ach nee, das ist ja der meine, den ich hier schon aufgerüstet habe. Meine Güte, ich bin jetzt echt verwirrt hier, ne? Merkt man. Voll aus dem Fluss raus. So, du gehst hier ran und du gehst nicht da ran. Leck mich doch. Das läuft sauber. Sehr schön. So, dann haut der jetzt mal wieder ordentlich raus. Wir sehen zu, dass wir da wieder hochkommen. Oh, ist das laute Bohr. Meine Güte, ich meine es mal leiser. So, oh, so können wir arbeiten. Meine Güte, ich muss ja schreien. So, wo waren wir jetzt? Wir waren hier mit dem Splitter dabei. Und dann brauchen wir hier einen Merger. Und dann ist da schon wieder mein Weg im Weg. Narf. Was ein Scheiß. Splitten wir das hier drin? Wir splitten das einfach da drin. Ist eh schöner. So, dann kommt hier ein Fusionator. Den gibt da raus. Und da kommt ein Splitter ran. So.
Was ist dein Problem jetzt? Ungültige Platzierung. Warum? Warum geht das nicht? Ich reiß mal die Wand weg. Immer noch ungültige Platzierung. Aber wieso? Wir machen das Band nochmal ran. Und versuchen das mit dem Splitter jetzt nochmal. Ach, jetzt geht's. Das ist ja garstig, fies. So. Ach komm schon. Mach mal. Wo geht's nicht? Das Spiel macht gefühlt, was es will. So, das es nervt. Es nervt wirklich. Warum habe ich hier eigentlich zwei Eingänge und hier. Egal. Dahin und dahin. Sehr schön. Da wieder auf wieder ran. Und dann haben wir das doch hier schon eiskalt und spitze aufgesplittet. Das ist ein langsames, das soll nicht. Zack, machen wir einmal ein schnelles draus. Und hier reicht, glaube ich, das. Der ist voll ausgelastet. Gucken wir mal einmal hier. Der auch. Und der wahrscheinlich auch. Sehr schön. So, dann haben wir einen Miner wieder frei. Das finde ich schon mal klasse. Der spuckt und spuckt und spuckt. Und der spuckt auch noch. Muss er eigentlich gar nicht. Das ist viel zu viel. Wie mockt das anders? Wir reißen das hier mal komplett weg. Weil das brauchen wir nicht mehr. So, und dann kommst du auch weg. Und dann haben wir ja hier die schönen Wände mit der Wandhalterung. So, umhauen sie. Bitte. So, so. Hier rüber. Und hier runter. Tada! Haben wir immer noch genug. Das rüsten wir auch einmal auf. Na komm. Das ist zwar völlig unnötig, weil schnell genug, aber egal. So, und hier kommt. Doch, das sollte für die oben auch halten. Wir gucken gleich nochmal. Wir marschieren mal einmal hoch. Kommen wir da schon hoch? Ja, wir kommen da hoch. Sehr schön. Wie ist denn deine Auslastung, mein Freund? Sag mal her. Volle Lotte. Sehr schön. Dann ist der auch volle Lotte. Dit löppt. Dit löppt, dit löppt, dit löppt. Und bei Zeiten könnten wir oben mal ein Dach draufsetzen, wa? Machen wir das jetzt, Kriegs? Ich hab die genug da. Also machen wir das jetzt nicht. Wir wollten ohnehin hier unten erstmal vernünftig mit Fundamenten auffüllen. Ne? Können wir aber gar nicht, weil wir nicht Beton dabei haben. Da holen wir jetzt mal ein bisschen was. Was haben wir hier jetzt? Eisenplatten. Gut, die brauchen wir. Das Erz können wir einmal schreddern. Das brauchen wir definitiv nicht. Rein, rein, rein. Und dann hau weg den Scheiß. Braucht kein Mensch. Dann haben wir noch irgendwas, was weg kann. Sortieren wir. Und, nö, grundlegend. Die zwei können auch weg. Aber mehr Platz für Beton. Mehr Beton. Oh, Beton ist auch schon wieder voll. Wie mache ich denn das mit dem Beton? Ich habe hier immer so viel Überschuss. Ich will hier eigentlich keinen nochmal raufsetzen. Wie machen wir den mal einmal leer? Organisation, Lagercontainer. So. Und dann spuckst du das einfach von hier nach hier. Und dann mach den mal einmal leer. Und dann bauen wir dann nämlich gleich so einen großen neben. Und das gleiche machen wir danach mit dem hier. Das sollte ja recht zügig gehen. Kann er jetzt so nebenbei machen. Wir nehmen uns derweil Beton mit. So. Das heißt, der versorgt jetzt ordentlich. Der hier liegt brach.
Der kann auch weiter brav liegen. Den werde ich mir nur einmal markieren. Ach, ich werde da gar nicht mehr aufsetzen, was soll denn da jetzt? Weg den Shit. So, alles gekillt, sehr schön. Und zeig mal her. Natürlich voll bis unten. Ja, jetzt sind schon wieder verschenkt. Aber fuck it. Wir lagern hier einmal kurz ein bisschen was zwischen. Und dann setzen wir da gleich einen neuen Miner hin. Deswegen, deswegen. Die Schrauben brauchen wir jetzt auch nicht. Wir bauen uns noch fix. Hier bauen wir uns gar nichts. Hier bauen wir uns noch einen davon. Den rüsten wir gleich auf und machen da gleich einen vernünftigen hin. So. Reicht das schon? Meiner macht 2. Stahlbeton fehlt. Wir brauchen noch fix ein bisschen Stahlbeton. Sollten wir auch alles fit da haben. Zack, da brauchen wir 12, wenn ich mich recht erinnere. Ist dein Problem? Geht doch. So. Es ist echt scheiße. Wir kommen nicht voran. Wir kriegen keine neue Produktionsstätten, weil wir hier nur am Optimieren sind, ey. Ich krieg hier noch eine Macke. Dabei ist hier noch nicht mal so übergut optimiert. Was ist mit euch? Da krieg ich keine Kohle. Braucht ihr eigentlich auch nicht, davon mal abgesehen. Wir haben da hinten jetzt genug Feuer. Ja, ich glaube, die reiße ich hier auch weg. Hier können wir ja was anderes hinstellen. Ne? Wir brauchen eigentlich nicht gerade dezentral Strom, das können wir alles zentralisieren. So. Ups. So. Dann. Ja, dann gleich die Dosen. Spatzen hier einmal alles voll. Ja, komm. Hier auch noch. Alles voll mit Fundamenten. Und warum gehe ich da hin? Ich wollte hier hin. Da hoch, da hoch, da hoch. Meh. Meh. Was mache ich denn da? Ich habe doch immer nicht die schönen Wände. Ich will die eigentlich jetzt gut. Guck mal, ich da Gras vor. Ich glaube, das ist gut. Konservierte Natur. Muss ja auch mal sein. Hier. Ja, keine mehr da. Was kosten die 9? Alter, leck mich doch fett, ey. Hier noch ein paar zu holen. Nö, scheiße. Dann lassen wir das erstmal so, bis wir Wände haben. Dumm. Und den Miner nach oben, dass wir ihn rausspucken. Der kann eigentlich nachher das da alles versorgen. Das heißt, der jagt dann alles darüber. Produktion. Miner macht 2. Ach komm, ehrlich? Dann müsst ihr wohl leider reichen. Das tut mir leid. Und jetzt geht das auch. Sehr schön. Und eigentlich, wenn wir dabei sind, können wir die auch gleich hier hochjagen. Hier haben wir eh gerade einen massiven Überschuss. So. Ja, Strom sollst du auch kriegen. Von wo auch immer. Manchmal, ne? Bin ich zum Scheißen zu doof. So. Der legt dann los. Und muss das alles. Wie viel schaffst du pro Minute? 60. Bin mir nicht sicher, ob das reicht. Um den ganzen Shit hier zu versorgen. Ich meine, das machen sonst. Vor auch mit 2. Ne. 4 haben das gemacht. Scheiße. Aber wir können die 2 hier auf jeden Fall ablösen. Dann laufen die einfach weiter. Zack. Zack. Und wir lösen nur die beiden ab. Dann ist der eine noch nicht voll ausgelastet, meine ich. Wohl doch, der nimmt 30, der nimmt 30. Aber dann passt das, gut. So, gucken wir mal, kommen wir hier hoch. So,
nicht auf der Mitte, das ist ja also wie gewollt. Komm, 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 komm. Ach, Mist. Das ist schade. Dann müssen wir die hier nehmen. Feldlift Mark 3. Zack. Einmal nach hier bitte. Ach, jetzt ist der leicht schief. Scheiße. Das sind die Kleinigkeiten. Komm mal von hier. Nö, das ist eine Bombe. Zack. Da ran. Und dann einmal hier rum. Ich könnte es gleich hochfördern, oder? Ja, ich fördere das gleich hoch. Tut mir ja leid, Leute. Aber manchmal bin ich halt, wie ich bin. Einfach ein bisschen. Oh Gott. So, so unser Raum ganz an. Richtige Höhe. Ist glaube ich da. Schauen wir mal. Schade. Ich gerne so gleich so gehabt. Was sind da die richtige Höhe? Ich dachte mal so. Komm schon. Wichtiger ist aber, ist das hier gerade? Ne, das hat auch Steigung drin. Ich glaube, selbst wenn ich das mit dem. Ach komm. Ja, komm, zum Ausprobieren machen wir es jetzt einfach mal. So. Ist das natürlich auch nicht gerade, aber das hier glaube ich. Doch, das passt dann. Dün, dün, dün. Das heißt, der hier muss höher und da muss. Ohnehin Splitter drauf. So. Das war dumm, Markus. Das war sehr dumm. Der muss auf die andere Seite. Muss hier hin. Das snappt er aber nicht. Machen wir es nochmal. Wie? So, der muss eine Höhe. Es ist immer ein Gefuddel, ne? Also manchmal hasse ich mich für mich selbst. So. Ach, komm schon, ey. Leute, wir kommen nicht voran. Wir kommen vor allem nicht zu dem, was ich überhaupt machen will. Ne? Weil ich immer wieder nur eine Schnapsideen habe. So. Jetzt stimmt's. Jetzt müsste da auf der anderen Seite auch ein Splitter angehen. Zack. Dann kann der darüber gehen. Und der da hoch. Und dann kriegt das hier schon mal ordentlich. Fein, fein. Das läuft. Das läuft hier auch weiter. Sehr schön. Schön. Bombe voll, ey. Scheißegal. Du bist voll ausgelastet. Nee, du bist nicht voll ausgelastet. Dann. Zack. Lassen wir dich mal voll, außer du bist hier eh voll. Scheißegal. Deswegen bist du nicht voll ausgelastet. Ja, gut. Wie voll bist du? Du bist auch massiv voll. Und du kannst auch nicht weitermachen, weil die Röhren alle komplett dicht sind. Hier im Container aus, geht glaube ich auch nicht schneller, weil ne? Voll. Stand da gerade 106. Nee. Und du bist auch voll. Herrlich. Herrlich. So, Röhren haben wir genug da, Eisenplatten haben wir genug da, Motoren haben wir in Massen da. Ich glaube, ich nehme noch ein paar modulare Rahmen mit. Denn ich weiß noch gar nicht, was ich jetzt erforschen will. Gut. Zack. Einmal drunter durchgerutscht. Dann erforschen wir jetzt gleich nochmal was. Das sind Rotoren. Das sind modulare Rahmen. Sehr schön. Ey. So. Voll. So. So, so, so. Ach, ist das nicht schön. Ich mag den Anblick.
Das gefällt mir. Das gefällt mir nicht. Ist hier noch irgendwo Müll rum? Müll. So, dann gehen wir jetzt erforschen und dann weiß ich tatsächlich nicht mehr, was ich heute Vormittag gesagt habe. Was wir jetzt als nächstes machen. Ich habe wirklich keinen Plan mehr. So. Weg damit. Und das habe ich dann noch aufgenommen. Wenn wir in einem Müll, hier war auch Kalkstein. Oder? Umso besser. So, da müsste jetzt hier. Boah, muss ich manuell nachladen, das hier Assi. Das missfällt mir. So, hier können wir jetzt wieder Fahrzeugtransport. Ach, jetzt weiß ich ja, was ich machen wollte. Ich wollte nach dem komischen Fahrzeug da gucken, ne? Hypertubes. Die hätte ich, glaube ich, auch gerne. Verbesserter Nahkampf. Ja. Oh, das doch, das will ich haben. Das will ich haben. Ein Arm-Equipment-Slot mehr. Unbedingt. Das hilft massig weiter. Ich da echt nur 10 von da. Leck mich fett. Ich war gerade dahinter. 1500 Kabel ist ja nix, wa? Und normale Kabel wollen wir auch noch. Gut. Dann holen wir das mal eben. Und jetzt gucke ich aber vorher noch, ob ich irgendwo diesen komischen Wagen bauen kann. Strommast, Biomassebrenner. Das ist ein förderbarer Stapelmast, das finde ich gut. Fließbandwandhalterung finde ich auch gut. Und hier ist kein Fahrzeug. Transportation, da müssen. Nö. Also, wie auch immer man diesen Tesla da bekommen soll, ich habe ihn nicht. Und wo auch immer er auftauchen soll. Also, wenn ihr das wisst, haut's weiter in die Kommentare. Hier ist nichts. Fahrzeuge. Nö. Ach, es ist so viel, was ich noch haben will. Hier, die will ich noch haben. Die will ich haben. Das will ich haben. Das will ich haben. Wandstrommast Mark 1? Was ist das denn? Heißt das nur so? Aber damit kann ich hier drinnen in den Fabrikhallen mal schön ein bisschen was ändern. Ne? Stehen nicht mit diesen blöden Masten rum. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Aber ein Stolperschritt nach dem anderen. Erstmal füllen wir jetzt mit. Füllen wir unser Inventar. Ne, erstmal reißen wir den weg. Dann reißen wir auch das weg. Und dann bauen wir hier gleich, wenn wir dann vorbeikommen, einen großen Lagercontainer. Das auch weg. Industrieller Lagercontainer. So steht er. Wieso nicht? Nicht genug Freiraum? Ach komm. Dann halt so. Von da. Nee. Von da nach da. Und wieder rein. Ich weiß gar nicht, was jetzt ist. Doch. Er füllt komplett. Cool. Sehr schön. Den kann der jetzt erstmal wieder volllaufen. Und während der eine vollläuft, machen wir den hier leer. Erstmal oben. Einfach nur, damit es überhaupt läuft. So, weg damit. Kotzt den Scheiß raus. Damit das noch mehr zum Schredder. Was soll denn das? Rohre sind voll, sehr schön. Und wir brauchen schwere Eisenplatten. Ein Stack reicht. Wir brauchen Unmengen Kabel. Ich sage immer Kabel, also dieses Kupferdraht halt. Also für mich ist das eher Kabel als andere. So, dann auch 1500, ein bisschen was auf Halde. Und da muss ich die gleich wieder rausschmeißen, weil ich keinen Platz mehr habe. Ach, ich kotze, ey. Ich kotze. So, hier haben wir Kabel. Brauchen wir noch zwei Stacks. Leck mich doch. So, und hier Kupferrohre brauchen wir auch gar nicht. So. Und dann haben wir erstmal genug. Hier steht alles still, weil ich viel zu viel von allem Scheiß habe. Ich könnte das sicher irgendwie alles schreddern. Aber. Nö. Ich habe da lieber ein bisschen was stehen und ist der Container voll, als dass ich hier sinnlos Sachen im Dutt haue. So, weg.
weg und fertig. Tada! Milestone reached. R&D inflated your pocket dimension, added an additional da ist das dritte. Super, dann können wir das nämlich da einpacken. Ich hätte gerne noch einen vierten für die Kettensäge, aber dann kann ich alles haben. So, morgen ist gleich so ein Sino-Zapper hier. Was brauche ich dafür? Zack. Wo ist er? Sino-Basher. Brauche ich zwei Sino-Zapper für. Gut. Nehme ich so hin. Zack. Machen wir da einen von. Den anderen habe ich in der Hand. Was brauche ich noch? Kabel. Ich brauche echt mehr Kabel. Ach, leck mich doch alle fett, ey. Sind noch welche dabei? Nee. Schnauze. Ha. Geht doch nichts über meine Unordnung. Zack. Ich muss hier was im Inventar rausnehmen. Okay. Und dann haben wir den Sino-Basher. Dick, 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 dick. So, jetzt zeige ich hier das Teil. Da ist die Indie-Beere. Rums. Oh ja. Das ist ein schöner. Der gefällt mir. Der schwingt richtig schön. Der sieht ein bisschen massiger aus. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. So. Dann. Ach, wisst ihr was? Wir machen hier heute die Fabrik fertig. Was brauche ich für die Wände? Damit wir hier mal einen Abschluss finden. Habe ich genug von allem erstmal. Und für diese Schrägdinger brauche ich was. Oh, sehr schön. Wir setzen jetzt hier auf die ganze Hütte ein Dach drauf, packen da schön die Kabel rein. Mehr schaffen wir heute schon wieder gar nicht mehr. Ich weiß, hier steht noch nichts drin, aber das ist mir kackegal jetzt. So. Jetzt zeige ich hier die Wände. Glaswände wären auch mal cool, aber man kann nicht alles haben. Zack, zack, zack. Zack, damit ich jetzt hier nicht den Zettel im Kreis laufe, mal gleich hoch. Dann muss ich da kurzzeitig nochmal oben raufkommen. Das ist Blödsinn. Zack, zack, zack. Wenn wir irgendwann schöne Wände haben, wollen wir da nochmal schöne Wände ran. Aber erstmal läuft das so. Ja, ich mich zu früh gefreut und wenig. Ich habe genug von allem. Ich denke schon. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Hauen wir gleich wahrscheinlich nochmal holen müssen. So, da kommt der Tür hin. Hier, Tür rechts. Ach komm. Ehrlich? Gut, Tür links. Und zack, zack. Schön, dass ich das jetzt. Wieso sind die jetzt andersrum? Na gut, weil die da unter andersrum sind. Da leben wir mit. Aber das geht hier nicht. Das muss bestimmt einheitlich sein, ne? Dann legen wir gleich den Strom an die Wand dran. Dann läuft das. Oh, die sind alle so. Na gut. Umso besser. So, jetzt mal. Ach komm. Wie scheiße man das sieht, wenn Maschinen da stehen. Und leer. Gut, dass wir nicht rein müssen. Zack. Hast du vielleicht weniger zu tun, ist ja auch schön. Na, komm. So, 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 so. Ja, auf nach oben. Und dann packen wir da gleich noch ein schönes Dach drauf. Ne, wieder so eine verschwendete Folge, wo es kein Meter vorangeht, ey. Aber irgendwann muss man ja auch mal ein bisschen schicki machen hier, ne? Also zumindest ein bisschen. Wie sieht das denn wieder so komisch aus? Muss ich mich rollen? Okay, ich nehme das hin. Meiner gottgegebenen Ruhe nehme ich das hin. Wie immer. Stoisch. Ohne Meckern. Also fast.
Also gar nicht, aber fast. So, 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 so. Und dann brauchen wir drin noch Strom. Kritische Energie. So, ich kann bis zu 4 Stromleitungen verarbeiten. Ich kann bis zu 4 Stromleitungen verarbeiten. Achso, das ist dann beidseitig, ja? Ah, ich verstehe. Das ist für so soll es wirklich gemacht werden. Zack. Und dann machen wir das einfach hier weiter durch. Wie oft brauchen wir das? Eigentlich gar nicht so viel, ne? Ich habe nur 2 Geräte drin. Dahin. Und dann geht's einfach. Von da. Von da. Und von da. Brauchen wir nicht mehr. Nach da. Du gibst das hier hin. Bist du das jetzt noch? Hier. So. So. Ja, erstmal Ruhe, ist klar. So. Das bleibt auch. Dann nehmen wir einmal weg. Und dann holen wir von da unten den Strom wieder. Da müsste jetzt auch ein Knüppel sein. Sehr schön. Das läuft doch nicht mehr in der Spiel. Herrlich. Und dann müsst ihr alles wieder ansagen. Löppt es? Es löppt. Herrlich. Also es läuft nicht, weil wegen wir brauchen gar nicht so viel, aber... Das haben wir jetzt auch nichts. So. Dach drauf. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So schnell wie geht hier. Lass. So, 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 so. Und diese komischen Sprungpads schon? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, da war ich zu faul für. Ja. Dann nehmen wir einmal kurz Wege, Junge. Ich muss da einmal aufs Dach. Na komm. Oh, bitte. Ey, diese Dinger sind echt noch ein bisschen buggy, ne? Ich will alles nicht so, wie ich das will. Genau, so will ich das bestimmt. Geht doch. So. So. Passt alles super. Klasse, Markus. Leck mich doch, ey. Daran. Daran. Ich will doch nur da hoch. Mein Gott. Ist doch hier jetzt keine Zauberei, oder was? So. So. Gib mir das. So. Zack, sind wir auf dem Dach. Kann der... Wir von hier die Wände bauen. Haha. So, machen wir sie. Da haben wir sie. Aber das Ding nehme ich auch gleich stehen. Bis darüber? Wir kommen sogar bis darüber. Das ist ja wahnsinnig gut. Dann machen wir das doch alles von hier aus. Außer wir fallen runter. Dann nicht. So. Hep. Dann sparen wir uns noch eine Menge Aufwand. Na, ja, sauber. Komm, da noch. Und dann da hoch. So. Und so, so, so. Herrlichst. Warum steht da alles still? Und blinkt sogar rot. Habt ihr keinen Strom? Kam der manchmal aus meiner Fabrik, die ich hier gerade so umrationalisiert habe? Na komm. Da müssen wir uns gleich nochmal was überlegen. Na, na, komm. Nein, 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 nein. Ja, genau so. Jetzt fehlen mir echt die Eisenplatten. Ich kotze. Gut, dass ich im Gebäude stehe, wo ich die eben produziere. So. Flitzen wir einmal runter, klauen uns ein paar raus und geht's weiter. Hui! Das
Kabel wichtig. Machen wir die Rohren? Wir machen die Rohre, oder? Ne, klar. Gut. Ganz schön langsam platten, aber platten. So. Hier hinten haben wir auch noch ein paar. Können die da oben auch produzieren. Und wenn wir schon hier sind, können wir auch gleich wieder Beton mitnehmen. Und mir auch nicht mehr genug führen. Ah, sehr schön. Und weg damit. Weg, weg, weg. Und ein industriellen Container daneben. Wupp, wupp. Größer, schneller, besser. So. Und wieso passt du nicht? Was passt daran denn? Zu teuer. Ich. Alter, fick die Henne. Auf vollen Days. Ich meine, ich habe Beton bis zum St. Nimmerleinstag, ne? Aber. Meh. Ja, damit. Wir müssen wahrscheinlich noch wieder ein paar Fließbänder bauen. Können wir gleich machen. Und zurück. Na, krass, ey. Mitten in der Fabrik. Ich kotze. Ich kotze im Strahl. Schon wieder nur noch 5 Minuten. Was soll denn das? Ich hab gefühlt nichts geschafft. Nix. So. Wie muss der hier auch? Da. So muss er. Und jetzt kannst du hier wieder reinliefern. Bist du immer noch nicht fertig? Alter. Mach mal hin hier. Noch vorher müssen wir ein bisschen was. So. So, wir haben wieder Eisenplatten, wir haben wieder Beton. Da wird auch ein Schuh raus. Ja, Kleinigkeit. So, ich wollte genau hier hinten wieder hoch. Ach ja, Dächer. Dächer sind aber was Feines. Wir wollten nicht runterfallen. Und dann bauen wir da wieder Wände hin. Damit das hier alles mal Gestalt annimmt. So, 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 so. Jetzt die einen so rum, die anderen so rum? Ich glaube ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube ja. Egal. Da hinten lassen wir tatsächlich den Flachdach, weil ich das gut finde. So, 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 so. So. Falsch rum. Warum sind die falsch rum? Das nervt mich. Es sind Kleinigkeiten, die mich nerven. So. So. Und dann Wand hoch. Genau, so macht das Sinn. Du bist immer noch falsch rum. Und so. Geht doch. Zack. Also mal. Muss ich die jetzt jedes Mal drehen hier oder was? Geht doch. So rum. So rum. So rum. Da geht's. Sehr schön. Zack, zack, zack. Ob ich einen Jump da auf die Ecke schaffe? Wahrscheinlich nicht, oder? Ach komm. Was soll das? Habe ich da jetzt zwei hintereinander? Nee. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5. So. 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 Beschleunigen wir das Ganze mal hier ein bisschen. Das wird halt hier heute nichts mehr. So, so, so. So, so, so. So. Flachdach wollen wir aber nicht. Wir wollen. Wie mache ich das? Ich glaube, ich will das. So. Ja, so will ich das. Ja, so gefällt mir das. So, so, bis hier. Dann brauchen wir nochmal den hier. Zack,
Zack, zack. So. Ich weiß, das macht keinen Sinn. Und das ist rein ästhetischer Scheiß, aber das will ich so. Zack, zack, zack. Einmal ein bisschen sprinten. Zack, zack, zack. Da geht mir der Beton echt schon wieder aus. Fick die Hände. Ich glaube, in meiner ersten Folge habe ich gesagt, man braucht ficke viel Beton. Und wisst ihr was? Ich habe recht. So. Bis da hinten. So. 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 Solarkollektoren oder sowas hier unten drauf. Ja, cool, ne? So. 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 Und dann steht auch tatsächlich das erste Dach. Zack. Rennen wir hier rüber. Brut. Und dann machen wir hier nochmal weiter. Zack. Zack. Oh, wie kriegen wir hier schönen pinken Himmel. So, und ich wollte nochmal was ausprobieren. Ich hatte auch bei Facebook gesehen, dass man die Nebeleffekte ausstellen kann. Und das sah ohne die Effekte tatsächlich echt geil aus. Ja, also es war irgendwie ein Satz nach vorne, dass man die Vegetation, ey, diese scharfe Grenze von der Vegetation, Dinge, die mich rasend machen. Das macht, boah, nee. Versaut mir gerade das Spiel, aber egal. Anderes Thema. Nee, aber es sah auch mit diesem Nebel tatsächlich ficke cool aus. Und ich glaube, ich werde das bei Zeit nochmal ausprobieren. Hep. 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 Ah, du bist leer. Das ist ja irre. Jetzt du weg. Auch weg. Und dann kommen wir hier nach. Schön, schön. Schön, schön, schön. Gebe ich hier was zum Schreddern weg? Nee, jetzt wenn der voll ist, ne? Oder ist fast voll. Also wenn der voll ist, dann gehe ich hier mit dem Einserfließband weg. Wir haben jetzt beide volle Kohle raus. Geil. Gehe ich mit dem Einserfließband weg und schredder da regelmäßig mit Dom. Um es zu haben. So. Hier ist immer noch hässlich, aber ist mir jetzt gerade wurscht. Okay. Gut, machen wir mal das Dach fertig. Habe ich jetzt Beton mitgenommen? Ich bin ein Vollidiot. Meine Güte. Markus ist so leicht ablenkbar, das ist ja jenseits von dem Böse. Hier. Her damit. So. 500-600 werden jetzt wohl erstmal reichen. So, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, könnte das. Nee, nicht ganz. Aber. Hilft mir das? Ja, das hilft mir. So. So. Sind wir auch hier oben. Zack. Weg damit. Weg damit. Ja. Tada! So, dann können wir hier weitermachen. Bei den Scheiß kann ich damit von unten wegreißen. Ich sehe keinen vernünftigen Grund, warum ich. Hä? Wollt ihr mich hier alle rollen oder was? So. Ja, ich sehe tatsächlich keinen vernünftigen Grund, warum ich das nicht von denen machen sollte oder warum ich hier oben drauf wollen sollte. Zack. Zack. Dann wieder den hier. Zack. 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 Wir rennen einfach mal ein Stückchen. Es geht dreimal schneller. Zack, zack, zack. 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 Und das gleiche machen wir hier nochmal. Also, Rampe auf Rampe bauen ist manchmal echt ein bisschen frickelig. Das sind so Sachen, die müssten eigentlich nicht sein. Ich meine, ich finde dieses Baukastenprinzip ja eigentlich echt cool. Ich bin da relativ zufrieden mit. Aber das ist manchmal einfach ein bisschen buggy. So. Piep, piep, piep. Ja, ja.
So. Jetzt müssen wir hier hoch. Zack. Unnötiges Ziel. Kommt weg nicht. Jetzt beißen wir hier den Scheiß noch ab. Setzen da oben nochmal eine Platte ran. Und sind dann erstmal glücklich. Mehr oder minder. Nee, hier muss nochmal so ein Stromleiter hin. Läuft der auch nicht? Ja, schön bescheuert. Ach ja, Markus. So, ein doppelseitiges Teil. Ich glaube, das passt. Nee, passt nicht. Der ist höher. Zack. So. Dann einmal hier sauber rüberziehen. Hier ein Loch, das wir von der Sache ja nicht brauchen. Also da einmal nach oben. Ein Gerenne hier. So, hier nach oben. Dann brauchen wir hier eine Wandhalterung. Doppelseitig. Komm. Aus Prinzip machen wir das jetzt fertig hier. Das ist ja sonst. So, Holz. Dankeschön. So. Dann machen wir ein. Dahin. Dahin, nach da Strom, nach da Strom, du versorgst den und du versorgst den und du versorgst den und du versorgst den. Hat hier logischerweise noch nicht alles Strom, weil ich das von draußen noch verbinden muss. Komm, bitte lass mich da hinten rankommen. Oh, leck mich. Wie gut ist das? So, dann läuft hier wieder alles. Feini. Aber ihr seid trotzdem eil. Warum? Schrauben rum immer. Kommt noch nichts an? Gut. So, da gab es ja glaube ich auch das Problem. Nö. Mark 1 schafft genug weg. Ja, 60 pro Minute. Schafft das Band 1 und hier kommen wir 50 raus. Gut. Wie ist hier? Du schaffst. Ja, gut, okay. Das, aber der wird schnell genug nachgefüllt. 30 Teile pro Minute. Ist ja auch interessant. Der schafft nur 30 und der schafft aber 50. Hm. Heißt theoretisch, nee, der braucht aber länger. Wie kann der denn 50 Teile pro Minute schaffen und hier ewig und 3 Tage brauchen? Achso, der kriegt 30 Teile pro Minute. Nee. Das ist doch bescheuert. 30 pro Minute. Du willst mir sagen, du machst 50 pro Minute. Das sieht irgendwie aber wesentlich langsamer aus. So, der kriegt 12,5 pro Minute. Wer braucht 12 Minuten? Ist ja auch egal, das läuft mit 100% und ich bin glücklich. So, aus Ende. Wird hier gar nicht groß diskutiert. Jetzt komme ich hier nicht raus. Aber egal. So, jetzt werden auch wieder Schrauben produziert, so wie es eigentlich sein sollte. Und wir können jetzt das Ganze nochmal aus F4 nehmen. Gucken. Ach komm. Wenn wir jetzt schon dabei sind, ne? Dann können wir hier auch noch fix die Teile ran spacken. Ich hoffe, das schauen wir von da hinten. Hier, sehr schön. So, und so. Und dann gehst du nämlich dahin. Und du gehst wohin? Dahin? Das ist ja Tilly. Das ist ja richtig Tilly. Was soll der Geiz?
Nee, gut, dass es diese Doppelseite gibt. So, und dann können wir nämlich den Scheiß hier unten auch wegreißen. Und sich dieser hässliche Anblick auch endlich mal erledigt. Und wir sind schon wieder massig über der Zeit. Ja, wenn ich die jetzt wegreiße, habt ihr hier drin keinen Strom, richtig? Ach, man kommt zu nichts, ehrlich. Man wird und wird nicht fertig. Dieses Scheißspiel, ey. Ich glaube, es wird mich noch richtig fordern. Ich krieg da mal wieder auf den Sack. So, das müsste dann entsprechend hier sein. Oh, meine Frau, weil ich hiervon nicht loskomme. So, und so. Habe ich hier nicht, habe ich schon neue Strom drin verlegt? Nee, ne? Hier drin nicht. Nein. Nee, hier unten auch noch nicht. Mensch, ey. Der Müller wird und wird nicht fertig. Ist das so? Nie werde ich fertig. Quatsch. So, einmal. Da. Und einmal. Was ist hier los? Egal, was hier los ist. So. Einmal so. Einmal so. Einmal so. Einmal so. Weg. Ich verfricke mir mein ganzes System, ich sag so. Aber egal. So, du gibst an den. Du gibst an. Wie, ich kann ja keine weiteren Leitungen dran machen. So, kostet nur Strom her. Ah. Wo läuft der Radio? So, ist das. Dann machen wir da nochmal so einen Doppelten dran. Zack. Du musst es einmal da rüber. Zack. Das macht da. Und hier drin. Geht das zurück so. 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 Und jetzt braucht der ganze Scheiß noch einmal Strom. Wo kommt's denn eigentlich her? Von da. Achso. Ja. Einmal da. Und einmal hier. Du gibst bitte dahin. Du gibst dahin. Hier geht gar nichts. Mit dem ganzen Scheiß. Ja, ich weiß, es ist Ruhe. Von da nach da. Von da nach da. Da. Von da nach da und von da nach da. Dann habt ihr immer noch keinen Strom. Irgendwo hin. Läuft das hier rückwärts? Hä? Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen falsch. Ja, ich bin falsch orientiert. Okay. So. Wo kommt von euch für euch der Strom her? Der kommt ja noch gar nicht von draußen. Okay. Dann sollten wir das mal eben machen. Für euch kommt der von da. Und geht von da nach da. Und von da nach da. Und hier geht das schon rüber. Und dann habt ihr alle wieder Strom? Fragezeichen? Nee. Du kriegst. Du kriegst die kriegen schon, sehr gut. Und hier hinten läuft es auch. Sehr schön. Wir gucken nochmal alles nach. Hier läuft wieder alles. Hier entsprechend auch. Dann gehen wir nochmal nach oben. Da müsste aber auch alles laufen. Und hier draußen muss ich. Ne, hier läuft nicht alles. Genau, weil von. Hier drin kein Strom mehr da im Beet. Das müssen wir eben noch ändern. Das geht also nicht. Da lang. Gut. Dann machen wir hier so ein Doppelleiting hin.
nach da. Und dann können wir von hier nach hier gehen. Und dann sollte alles wieder anlaufen. Ist jetzt nur idle, okay. Du läufst, alles läuft. Sehr schön. Wie viel Platz wir hier verschenken. Ist ja unglaublich. Nur damit hier ein paar Förderbänder irgendwie komisch verlegt werden. Aber gut, habe ich mir irgendwann mal irgendwie was bei gedacht. Ne? Schön. Ich glaube, wir gehen oben auf den Lift. Nee, ich will das Dach eigentlich von der anderen Seite sehen. Wir gehen zu unserer Kohle. Da hat das Ganze angefangen. Da machen wir auch weiter. Und dann gibt es da jetzt nämlich schon einen Abschluss. Oh, wo sitze ich denn? Oh, ich bin nämlich zusammengesackt. Ich habe in letzter Zeit echt Rücken. Tut mir leid, Leute. So, das wird bei Zeiten nochmal schick gemacht. Das löppt noch nicht, aber recht bald. Ja, da brauchen wir dann einmal die Fundamentdinger. Und dann ist das auch recht schick. Ich könnte auch einfach wieder so einen Kasten rumbauen, aber wenn, dann will ich hier die gläsernen Teile. Aber dafür muss ich erstmal ein bisschen was schreddern. So, dann haben wir da einen fast schicken Fabrikkomplex. Und von hier sieht man das eigentlich recht scheiße. Ich habe mir das schöner vorgestellt. Also gehen wir nach da. Hui! Wie viel haben wir überzogen? Na, 20 Minuten. Scheiße. Jedes Mal der gleiche Mist. Eigentlich würde ich hier auf jeden Fall kloppen. Von hier hinten sah das auch schön aus. Vor allem wegen so einem vierer Förderband, das kein Mensch braucht. Und wovon auch nur noch die Hälfte läuft. Wir haben ja doch ein bisschen was geschafft, ne? Mit den Förderbändern neu ausgerichtet, die Miner abgegradet. Eigentlich war es ganz erfolgreich. So, das sieht auch fast aus wie eine Fabrik, oder was? Das hat doch was. Ich glaube, ich finde das gut. Ja. Ja. Die sind erstmal fertig. Die laufen in der Kategorie fertig. Und beim nächsten Mal kümmern wir uns dann vernünftig um den Ausbau. Ja, eigentlich ein bisschen der Förderbänder hier. Ne, der da. Und noch ein Miner aktualisiert. Der dann die obere Produktionslinie nochmal befüttert. Und vor allem hinten den Stahl. Und dann kommt der ganze Scheiß hier nämlich eigentlich weg. Weil es nicht mehr braucht. Wir brauchen nur eine so eine Line noch. Die von hinten zuführt. Kann ich auch mal gucken. War das? Ja, das war der Scanner. Und den Eisen jetzt in der Nähe. Vielleicht kriegen wir das von woanders angeschafft. Ja gut, den hier weiß ich selber. Da hinten weiß ich auch. Ich habe eher so in die Richtung gedacht. Oh, nichts. Schade. Schade. So. Ne, dann brauchen wir hier nur noch dieses eine Förderband und das splittet das genug. Ich bin mir nicht sicher. Läuft da überhaupt? Es steht alles. Naja, weil alles total überfüllt ist. Weil hier keiner hinterherkommt. Schweinerei. Wie ist hier drin? Proppevoll, ey. Wieso habe ich so viele Eisenrohre hergestellt? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber ich habe sie. Erstmal haben. Okay, wie dem auch sei. Bevor ich hier noch mehr Zeit vertrödel, danke euch wie immer fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, kommentiert. Ne? Luciferus war es, glaube ich. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Der Name hat sich nicht so eingeprägt. Thorsten und ich kann auch hier, bin doch jetzt bei Facebook mit ihm befreundet, aber ich habe mein Handy gerade bei meinen Schwiegereltern gelassen. Ach, das ist doch zum Kotzen. Ne, auf jeden Fall, Christoph hieß er, glaube ich. Christoph? Ich glaube Christoph. Wenn es falsch ist, nimmt mir nicht übel. Ja, danke euch wie immer fürs Zugucken, euch beiden. Ihr seid fleißig am Kommentieren. Ich finde das total geil. Deswegen auch an alle anderen, die das Ganze sehen. Ne? Wenn ihr Tipps habt, wenn ihr Ratschläge habt, guckt hier gerne mit rein. Schreibt ein bisschen was unter die Kommentare, in die Kommentare und ich versuche eigentlich fleißig zu antworten. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch bei den nächsten Folgen noch mit dabei, wenn es heißt Satisfactory mit Ragnar. Ne? Bis dahin wünsche ich euch ein wunderschönes, ja, Osterwochenende ist vorbei, wenn ihr das seht. Wunderschöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholzer. Reingehauen.